Bläulich. Nee, nee, das ist nicht blau. Was ist denn das da unten? Hast du das gesehen? Ja, das war ein Mond, glaube ich. Nein, das war der Mond. Mhm. Bonjour à tous und recht herzlich willkommen in unserer Sendung. Im Alltag verliert man ja so schnell den Blick für das große Ganze, aber Sie haben ja uns, den Gunnar und mich. Wir möchten Sie heute einladen, mit uns in die Sterne zu schauen. Das sieht so friedlich aus da oben. Ja, wir machen den romantischen Blick heute zum Sendungsthema. Wir wollen nämlich wissen, wie weit man von der Erde aus eigentlich ins Universum reingucken kann. Zwischenstand mit bloßem Auge sieht man ein, zwei Sternchen mit der Spiegelreflexkamera und unserem Wissensstand ehrlich gesagt gar nichts oder seltsame farbige Flächen. Das heißt, wir können schon mal festhalten, wer das Universum fotografieren will, der braucht mehr Technik Power und er braucht mehr Ahnung, als wir haben. Ja, weil der Himmel mit meiner Kamera ist die ganze Zeit rosa. Und wenn man hinschaut, das stimmt nicht. Und die Technik, Power und das Wissen, die holen wir uns heute hier in München bei der Bayerischen Volkssternwarte. Gunnar und ich möchten nämlich in die Astrofotografie einsteigen. Und während wir jetzt dorthin fahren, wir nehmen natürlich den großen Wagen standesgemäß, zeigen wir Ihnen jetzt einen Hobbyastronom, der ist schon ein ganzes Stück weiter als wir beide hier mit unserer kleinen Kamera. Der hat nämlich Himmelskörper entdeckt, die bislang unbekannt waren. Aber eins machen wir noch, schau. Und sag nicht, das ist wieder ein Fettfleck. Bernhard Häusler ist Amateurastronom. Jede Nacht ist er in den Weiten des Weltraums unterwegs. Als ich 4 Jahre alt war, hat mich mein Vater mit rausgenommen. Er hat in der Zeitung gelesen, da fliegt ein Sputnik über unser Städtchen drüber. Und tatsächlich war dann Abend in der Dämmerung ein Lichtpunkt, der sich so langsam über den Himmel bewegt hat, wie es auch tatsächlich Satelliten tun. Und das hat mich wirklich fasziniert. Und seitdem bin ich infiziert. Er sucht noch unentdeckte Asteroiden am Nachthimmel. So oft es geht, baut er deshalb nachmittags nach der Arbeit sein Teleskop auf. Das Teleskop wird praktisch auf eine Polhöhenwiege montiert, die genau im Grunde die Nord-Süd-Achse der Erde widerspiegelt. Dadurch gelingt es, dass, wenn ich das Teleskop drehe, dass sich das Teleskop genau in der Richtung dreht, wie sich auch der Himmel nachts bewegt. Wenn er dann nachts den Weltraum in kleinen Abschnitten abfilmt, werden seine Aufnahmen nicht durch die Drehung der Erde verwackelt. Wir möchten ermöglichen, wissenschaftliche Projekte. Auch der Astrophysiker Dominik Elsässer sucht neue Asteroiden. Von Würzburg aus forscht er nach den Himmelskörpern und benutzt dazu Daten der Rotard-Sternwarte in der französischen Haute-Provence. Ja, die Mitarbeit der Amateurastronomen, die ist ganz entscheidend und dafür sind wir Berufsastronomen auch sehr dankbar. Letzten Endes, wir teilen alle die Begeisterung für diesen fantastischen Sternenhimmel, den wir als Naturerlebnis genießen dürfen, den wir erforschen dürfen. Und natürlich gibt es dann auch von Seiten der Berufsastronomen an Universitäten hier in Würzburg am Haus der Astronomie in Heidelberg zum Beispiel Projekte, wo sich Amateurastronomen aktiv an der Forschung beteiligen können. Wir sind da immer froh um Kontakte. Denn viele Amateurastronomen kennen sich gut aus und sind oft zeitlich flexibler als die Profis. Bernhard Häusler wertet am Computer seine nächtlichen Beobachtungen aus und sucht nach bisher unbekannten Objekten. Aus den einzelnen Bildern seines Teleskops erstellt er kleine Videoserien, ähnlich wie bei einem Daumenkino. Sterne und Planeten bewegen sich darauf nicht. Objekte wie Asteroiden und Satelliten springen auf dem Bildschirm hin und her. Wir haben jetzt natürlich die Möglichkeit, über den PC die Dinge mit Bildverarbeitung herauszuarbeiten, ohne dass jetzt das Auge wirklich gefordert ist. Vor etwa 4,6 Milliarden Jahren ist unser Sonnensystem aus einer Wolke aus Gas und Staub entstanden. Daraus bildeten sich unzählige kleine und große Festkörper. Aus manchen der größeren sind die Planeten entstanden. Was übrig blieb, bewegt sich bis heute um die Sonne, die Asteroiden. Die meisten davon findet man zwischen Mars und Jupiter. Forscher schätzen, dass es dort mehr als 10 Millionen dieser kleinen Objekte gibt. Längst nicht alle kennen wir. Manchmal geraten sie aus ihrer Bahn, durch Kollisionen mit anderen Himmelskörpern oder durch die Anziehungskraft des Jupiter. Dann kann es sogar vorkommen, dass sie Kurs auf die Erde nehmen. Doch weil sie für gewöhnlich in der Erdatmosphäre verglühen, bekommen wir das meist gar nicht mit. Schon 2009 landete solch ein Objekt vor der Linse von Bernhard Häusler. Circa 2 Kilometer im Durchmesser. Rund 400 Millionen Kilometer von uns entfernt. Das sind richtige Entdeckergefühle. Also der Adrenalinspiegel steigt. Man ist hellwach, ja, und das ist ein tolles Gefühl. Ich habe in den Bildschirm gestarrt
Ich konnte es nicht glauben, dass da irgendwas ist, was ich in meinem Planetariumsprogramm nicht sehe. Also die Aufregung war schon groß. Doch bis das dafür zuständige Minor Planet Center seine Entdeckung dann offiziell bestätigte, dauerte es noch 5 Jahre. Erst dann durfte er dem Asteroiden den Namen 410.928 Mike Bronn geben. Nach dem Ort seiner Entdeckung. Die Messungen, die ans Minor Planet Center gesendet werden, werden von einem Computerprogramm automatisch in die dortigen Datenbanken eingefügt. Und es wird sofort geprüft, ob diese Messungen zu einem bestehenden Objekt passen. Bernhard Häusler war tatsächlich der Erste, der Daten zur Umlaufbahn des Asteroiden nachweisen konnte. Trotzdem brauchte es noch viel Zeit, um weitere Messungen zu machen und die Bahn komplett zu bestimmen. Man kann nur ganz herzlich gratulieren dem Herrn Häusler. Das ist wirklich ein außergewöhnlicher Fund. Einmal einfach, weil es jetzt speziell aus Bayern noch gar nicht sehr viele Entdeckungen von Kleinplaneten gab vorher. Da ist er also ein ganz erlesener Gesellschaft. Und es ist natürlich auch in der Hinsicht etwas Besonderes, dass man einfach sieht, wie lange und wie mit welcher Ausdauer und mit welcher Präzision und Sorgfalt Amateurastronomen heutzutage in der Lage sind, so ein Objekt dann zu entdecken. Der Asteroid 410.928 Mike Bronn sollte nicht Bernhard Häuslers letzte Entdeckung bleiben. Ich habe dann auch wirklich jahrelang noch weitere Objekte gesucht und auch gefunden, die allerdings noch nicht benamst worden sind. Das kann auch noch einige Jahre dauern, bis da eine echte Nummer vergeben wird. Ja, ich habe schon noch ein paar in der Pipeline. Zu unseren Dreharbeiten hat Bernhard Häusler übrigens noch ein Objekt entdeckt. Und falls ihm das Minor Planet Center dieses Objekt bestätigt, dann hat er uns versprochen, soll es Xenius heißen. Das heißt, wir wären indirekt unsterblich. Das haben Super. Wir noch nie geschafft bisher. Nein. Wie Sie am Panorama hinter mir sehen, stehen wir inzwischen auf dem Dach der Volkssternwarte und wollen jetzt Sterne fotografieren. Mal gucken, wie das die Profis machen. Ja, der Elsässer weiß Bescheid. Herr Elsässer. Ja, guten Abend. Guten Tag. Willkommen auf der Volkssternwarte. Servus. Sag. Das ist die Kamera, mit der wollen wir ein Foto machen. Das geht. Das ist das Teleskop, nehme ich an. Ja. Wie weit kann das schauen? Oh, wenn Sie mit einem schwachen Punkt zufrieden sind, dann mehrere Milliarden Lichtjahre. Aber wir wollen heute ein bisschen mehr erkennen. Da begnügen wir uns mit ein paar 10.000 Lichtjahren. Was ist denn das für ein Teleskop? Das ist ein ganz normales Spiegelteleskop, Durchmesser 40 cm. Das heißt, sammelt ungefähr 5.000 Mal mehr Licht als das freie Auge. Und damit kann man halt auch viel schwächere Sachen sehen und natürlich auch fotografieren, als man das mit bloßem Auge so könnte. Ist heute eigentlich ein gutes Wetter so zum Fotografieren oder müssen wir uns jetzt Sorgen machen? Die Luft ist zwar sehr, sehr sauber, also wir haben wenig Staub in der Luft, aber es sind leider Schleierwolken reingezogen und es wird im Laufe des Abends noch dichter werden. Das heißt, die allerschwächsten Objekte werden wir jetzt in der Stadt auch wegen der Lichtverschmutzung leider nicht erreichen können. Aber wir werden uns die helleren Objekte aussuchen und da kriegen wir ein vernünftiges Foto sicherlich her. Wie kommen die zwei jetzt zusammen? Die große Tüte und die Kamera hier? Die Kamera muss ans hintere Ende. Ja. Da muss man erstmal das Objektiv von der Kamera abnehmen, dass der Chip freilegt. Dann kommt ein mechanischer Adapter dazwischen und dann kann man es einfach hinten dran stecken. Und wenn ich die Kamera ranhänge, dann kann ich fotografieren, was das große Auge sieht. Genau. Sie können mit der Kamera natürlich auch Sachen erfassen, die dann viel schwächer sind als das, was Sie im Auge sehen würden. Weil die Kamera halt 10 Sekunden, 30 Sekunden richtig lange Belichtungszeiten kann und das Auge halt viel kürzer belichtet. Und was ist dann das Besondere an dem Bild? Also wir werden sicherlich in der Summe 10, 15 Minuten Belichtungszeit in der Summe haben wollen. Je mehr, desto besser. Mhm. Aber die Einzelbelichtung wird nur so im Bereich 20 Sekunden sein, damit wir halt nicht zu viel Störungen, wenn es hier alles ein bisschen vibriert, wir sind jetzt ein bisschen leichter Wind weht, wenn wir Vibrationen reinkriegen, dass wir halt immer viele Einzelaufnahmen haben, in die wir dann am Ende im Computer addieren werden und eventuell leicht gestörte Aufnahmen dann einfach verwerfen können und immer noch genug andere haben. Mhm. Also deswegen, wir machen viele Einzelaufnahmen und aus denen setzen wir dann die Gesamtbelichtungszeit zusammen. Gut, dann übergebe ich das gute Stück. Ja. Sie wissen, was Sie tun. Ich hoffe es. Was hat Klack gemacht? Da ist das Sternchen. Genau, ist das Sternchen. Da wabert es schon. Da wabert es schon, genau. Waber. Drehen Sie weiter. Jetzt geht es in die andere Richtung. Jetzt war es zu weit. Okay. Ich würde sagen, wir nehmen uns einen hellen Kugelsteinhaufen. Da gibt es ein bisschen was zu sehen. Hier M3 gerade. Mhm. Und jetzt lassen wir das Fernrohr einfach nach oben schwenken. Also der Herr Elsässer passt jetzt da drin noch auf unsere Kamera auf und der Gunnar und ich sind jetzt rausgegangen, damit wir ja nicht stören. Ein paar Minuten haben wir dann unsere Fotos und wir sind schon wirklich wahnsinnig gespannt. Wir schauen jetzt gleich in ein paar Minuten von der Erde ins Weltall. Es geht aber natürlich auch umgekehrt. Mit Galileo zum Beispiel, einem europäischen Prestigeprojekt, vielleicht kennen Sie es, ein satellitengestütztes Navigationssystem. Ja, das sollte mal die europäische Alternative zum amerikanischen Navigationssystem GPS sein. Die Betonung ist sollte, es dauert nämlich schon ganz schön lange.
Die ganze Welt unter Kontrolle im ländlichen Oberbayern. Hier bei München ist die irdische Basis des europäischen Satellitennavigationssystems Galileo. Auf dem Gelände des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt in Oberpfaffenhofen. Oder besser 48 Grad und 5 Minuten nördliche Breite, 11 Grad und 16 Minuten östliche Länge. Immer wieder gab es Verzögerungen und Pannen. Doch hier wird offensichtlich, Galileo lebt. Aber wann werden wir alle etwas davon haben? Der Geschäftsführer Walter Päfken gehört zu den wenigen, die das Herzstück von Galileo täglich betreten können. Im Kontrollzentrum gilt eine hohe Sicherheitsstufe. Von hier aus werden die Satelliten im Mehrschichtbetrieb überwacht. Dazu sind ca. 80 Leute rund um die Uhr beschäftigt, um das zu gewährleisten. Und die Hauptaufgaben sind Satellitenüberwachung, ständige Satellitenüberwachung, die genaue Bestimmung der Satellitenbahnen und die Synchronisation der Uhren. Aber Galileo gibt es doch noch gar nicht auf dem Markt. Ist das alles hier nur eine Übung? Nein, Galileo funktioniert mit Einschränkungen bereits jetzt. Nur werden die Daten noch nicht öffentlich genutzt. Woran liegt das? Alles dreht sich derzeit um die ersten 4 Satelliten, die bereits im Umlauf sind. 18 Satelliten werden mindestens gebraucht, um eine gute globale Abdeckung zu erreichen. Mit jedem weiteren Satelliten im All werden die Positionsdaten auf der Erde genauer. Die Mitarbeiter hier sind im ständigen Kontakt mit ihren Kollegen im zweiten Kontrollzentrum im italienischen Fucino. Mit den ersten 4 Satelliten kann man schon Positionsbestimmung durchführen, aber nur, wenn alle 4 Satelliten gleichzeitig über dem Horizont stehen. Das heißt, die Signale müssen alle empfangen werden. Das ist im Augenblick an einer Stunde am Tag möglich. Kommen mehr Satelliten hinzu, kann man das viel öfter machen und es wird auch viel präziser. In diesem Jahr sind noch 3 Raketenstarts mit jeweils 2 Satelliten geplant. Los geht es wieder von Kourou aus in Französisch-Guayana. Ziel sind insgesamt 27 Satelliten, die Galileo erst voll leistungsfähig machen werden. Welche Vorteile das für die Nutzer bringen wird, verdeutlicht Walter Päfken mit seinem Kollegen Veit Lechner. Bis auf 10 Meter genau zeigt das amerikanische GPS die Position an. Damit arbeiten unsere Navigationsgeräte und Handys bisher. In Kombination mit Galileo wird die Position bis auf ca. 4 Meter bestimmbar sein oder sogar noch genauer. Zum Beispiel in der Autonavigation sind genaue Positionsdaten wichtig bei Abbiegevorgängen oder Spurwechsel, damit man weiß, auf welcher Fahrbahn man sich bewegt. Es ist vielleicht von besonderer Bedeutung in der Zukunft, wenn man an automatisiertes Fahren denkt, an Fahren ohne Fahrer. Für Ingenieure ist es von Bedeutung im Bereich im Vermessungswesen, sehr genaue, präzise Daten zu bekommen. Mit Zusatzsystemen wird da bis in den Millimeterbereich runtergemessen. Ein großer Vorteil von Galileo ist auch die Unabhängigkeit von den USA. Als Galileo zu Beginn der 2000er ins Leben gerufen wurde, war noch lange nicht die Rede von einer Überwachungsaffäre. Trotzdem war das Ziel, ein System unter europäischer Kontrolle zu errichten. In der Praxis sollen GPS und Galileo aber auch gemeinsam verwendet werden. Beide Systeme sollen sich ergänzen. Das ist auch vertraglich so geregelt. Der Nutzer selber, der wird gar nicht feststellen, ob er jetzt GPS oder Galileo verwendet. Denn die Geräte greifen auf beide Signale zu. Eigentlich sollte Galileo schon seit 2008 in Betrieb sein. Doch technische wie politische Probleme sorgten für Verzögerungen. Die EU-Kommission drängt. Doch es gibt viele Abhängigkeiten. Wir als Kontrollzentrum haben keinen direkten Einfluss auf den Start der Satelliten. Wir übernehmen jeden neuen Satelliten, der in die Umlaufbahn geschossen wird. Und im Augenblick bereiten wir uns auch darauf vor. Im Übrigen sind Verzögerungen in der Raumfahrt durchaus üblich. Man will ganz sicher sein, dass die Betriebssicherheit auch gewährleistet ist. Zu dieser Sicherheit tragen auch die Bodenstationen bei. Weltweit gibt es bislang insgesamt 19 Galileo-Empfangsstationen. Seit einem halben Jahr sind diese auch vollständig miteinander verbunden. Dank dieser neuen Antennenanlage auf dem Dach in Oberpfaffenhofen. Bis die volle Leistungsfähigkeit von Galileo erreicht ist, wird es nach derzeitigem Stand noch bis 2018 dauern. Dann sollen alle Satelliten in der Umlaufbahn sein. Bereits ab dem nächsten Jahr gibt es aber schon eingeschränkte, sogenannte Early Services. Dann können bestimmte Firmen schon auf die Galileo-Daten zugreifen. Neue Endgeräte brauchen die Verbraucher übrigens nicht unbedingt. Viele Navis sind theoretisch jetzt schon in der Lage, auch die Galileo-Daten zu empfangen. Nötig sind später nur Software-Updates. Alles im Leben braucht also seine Zeit, die Satellitennavigation genauso wie die Sternenfotografie. Ja, und die Zeit ist reif. Die Fotos von unserem Kugelsternhaufen sind fertig, sagte Herr Elsässer hier von der Bayerischen Volkssternwarte zu München. Jetzt sind wir aber gespannt,
Was haben Sie denn jetzt gemacht mit unserer kleinen Spiegelreflex? Eure Kamera hat gut funktioniert. Gott sei Dank. So sieht so mein Rohbild aus. Man sieht also schon der Kugelsternhaufen. Man sieht, es sind viele Sterne. Toll. Man sieht auch so ein bisschen, die Farben von diesen Sternen sind schon unterschiedlich, was mir ein bisschen was über Temperatur und über die Physik sagt. Aha. Das war ein einzelnes Bild, 15 Sekunden. Aber die Kamera war fleißig, hat davon 50, 60, 70 Stück aufgenommen. Das sieht dann so aus. Da sieht man jetzt viel mehr. Man sieht, dass dieses nach außen viel weiter geht von den Sternen. Man sieht jetzt die Farben noch deutlicher. Es gibt da verschiedene Populationen von Sternen. Die eher bläulichen, die sind heißer, die orangeneren, die sind kühler. Also es ist ein sehr, sehr interessantes Objekt. Und 15.000 Lichtjahre. Wahnsinn. Ist unglaublich. Ist schon mal ein Abstand. Was mache ich denn, wenn ich als Privatmensch jetzt ohne Sternwarte auch M3 fotografieren will? Habe ich da eine Chance? Gibt es das Equipment? Ja, sicher. Das ist, Sie müssen halt ein bisschen was kaufen. Kamera, Montierung, Stativ und so weiter. Mit einem 1.000-Euro-Schein müssen Sie schon rechnen. Oder Sie können viel Geld sparen und werden zum Beispiel Mitglied in einem Verein, wo das Equipment meistens zur Verfügung steht, wie der Sternwarte zum Beispiel. Dann können Sie das Equipment benutzen. Wir stehen jetzt hier an dem besten Stück, das Sie haben. Ist das richtig? Unser größtes, ja, genau. Unser jüngstes auch. Was kann denn jetzt dieses Teleskop besser als das, was uns mit unseren schönen Bildern geholfen hat? Das Teleskop ist einfach noch mal doppelt so groß. Es hat eine etwas präzisere und vor allem auch schnellere Nachführung. Man könnte damit auch zum Beispiel auf die ISS oder ähnliche Satelliten nachführen. Und es ist halt in jeder Richtung noch ein bisschen größer, ein bisschen professioneller als dieses halbwegs kleine Gerät, das wir vorher benutzt haben. Darf ich mal durchschauen? Aber sicher. Siehst du was? Es ist, wo sind denn die Grenzen erreicht? Also wie weit kann ich mit einem Teleskop überhaupt ins Universum rein fotografieren? Ach, je größer der Teleskop wird, desto mehr Licht sammeln Sie. Und umso weiter oder umso näher an den Rand oder umso weiter in die Vergangenheit und damit in die Frühzeit des Universums können Sie gucken. Also mit einem richtig modernen Großteleskop kommen Sie schon wirklich bis wenige Millionen Jahre nach dem Urknall und haben natürlich nur noch sehr, sehr schwache Objekte, die dann aber wirklich in einem ganz anderen Zustand sind. Sie sind dann sehr, sehr jung und zeigen noch ganz andere Strukturen, als wir sie heute erkennen. Also schon sehr, sehr interessant. Deswegen werden die Teleskope auch immer größer, um mehr Licht zu sammeln und um damit die immer älteren, immer weiter entfernteren, immer schwächeren Objekte anschauen zu können. Was ist denn da so das Größte? Das größte Teleskop ist derzeit das VLT, das ist ein europäischer Verbund. Das sind 4 8-Meter-Teleskope, die in Chile auf dem Berg stehen. Und die Europäer bauen gerade gemeinsam ein Teleskop der 40-Meter-Klasse. Da wird die Optik 40 Meter im Durchmesser sein. Wahnsinn. Dauert noch ein paar Jahre. Ist das dann wie mit den Computern? Also sind die Entwicklungssprünge dann auch so groß oder verlangsamt sich das schon? Das merkt man schon, dass... In den 50er Jahren gab es ein Ende der Entwicklung. Da konnte man nicht mehr größer werden, weil man alles mit Mechanik hat lösen müssen. Und jetzt quasi in den letzten 20, 30 Jahren kann man vieles dann mit Elektronik oder mit elektronischer Unterstützung lösen. Und deswegen können die Teleskope wieder größer werden und sind noch leidlich bezahlbar. 1 Milliarde für ein richtig großes System. Ha, im europäischen. Noch billiger als diverse Weltraumteleskope. Die sind auch teilweise noch teurer. Wir sagen recht herzlichen Dank. Ja, schön, dass ihr da wart. Das Nonplusultra unter den Weltraumteleskopen war ja ganz lange das Hubble-Teleskop und dem gratulieren wir jetzt zum Geburtstag. Zeitgenössische Gemälde, Innenansichten lebender Organismen, an Himmelskörper erinnern diese Aufnahmen kaum noch. Vor allem diese spektakulären Bilder haben Hubble über 25 Jahre berühmt gemacht und das Universum postertauglich. Gut 13 Meter lang, 4 Meter Durchmesser und fast doppelt so teuer wie geplant. Einzig die NASA hat Ende der 80er die Mittel, um so ein gigantisches Projekt gemeinsam mit der Europäischen Weltraumorganisation ESA zu verwirklichen. Hubble soll endlich überwinden, was seit jeher die Sicht des Menschen ins Universum einschränkt, die Erdatmosphäre. Deren Moleküle lenken die Lichtstrahlen ab und machen so die Sicht unscharf. Wie ein Kirchenfenster lassen sie außerdem nur bestimmte Farben durch. Überwinden kann sie also nur ein Teleskop, das selbst nicht auf der Erde steht. 1990 startet Hubble an Bord der Discovery ins Weltall. Seither kreist das Teleskop in rund 550 Kilometern Entfernung um die Erde und schafft eine Umrundung in nur 90 Minuten. Doch beim ersten Lichteinfall liefert das Teleskop Bilder wie durch eine schmutzige Brille. Es stellt sich raus, Hubble hat von Anfang an Fehler. Eine Unebenheit am Hauptspiegel des Teleskops. Außerdem stimmt der Abstand zwischen zwei Linsen um 1,3 mm nicht. Erst 2 Jahre später startet die erste planmäßige Wartungsmission. An Bord ein aufwendiges optisches und mechanisches Gerätesystem. Jenes kann die Fehler endlich beheben. Es hat sich gelohnt. 2012 veröffentlichen NASA und ESA das Hubble Extreme Deep Field. Noch nie hat der Mensch tiefer ins Universum blicken können als mit Hilfe des Hubble-Teleskops. Die Aufnahme entsteht aus 2000 Einzelbelichtungen. Belichtungszeit insgesamt 23 Tage.
Die Aufnahme zeigt einen winzigen Ausschnitt des Universums. Hier im Vergleich zum Mond. Zu sehen sind über 5000 Galaxien. Die jüngsten in einem Stadium nur 600 Millionen Jahre nach dem Urknall. Das Bild ist im Bereich der Astrofotografie unübertroffen. Es liefert aber auch der Wissenschaft wertvolle Erkenntnisse. Vor Hubble wussten wir, dass sich das Universum stetig ausdehnt. Inzwischen wissen wir, es wächst mit zunehmender Geschwindigkeit. Hubble konnte weit entfernte Supernovae beobachten, die dafür den Beweis lieferten. Und es half dabei, das Alter des Universums näher zu bestimmen. Hubble hat auch die Existenz sogenannter schwarzer Löcher bestätigt. Objekte, deren Anziehung so extrem ist, dass aus ihrem Umfeld nicht einmal Lichtsignale nach außen dringen. Doch nach 25 Jahren ist bereits der Nachfolger von Hubble im Bau. Das James-Webb-Teleskop könnte schon 2018 ins All starten. Dann werden wir unsere Grenzen vielleicht weiter verschieben. Stets angetrieben von dem Wunsch, das Universum zu erobern. Zumindest visuell. Das Universum hat uns heute netterweise tief blicken lassen. Und wir haben auch verstanden, je moderner die Teleskope, desto weiter kann man rausschauen ins Universum und uns bessere Aufnahmen machen lassen. Und es bleibt zu hoffen, dass nicht doch am Ende noch jemand die Rückwand des Universums fotografiert oder was ganz anderes. Wir nehmen heute ein wunderschönes Bild von unserem Kugelsternhaufen mit nach Hause. M3 hieß er. Den werden wir uns jetzt in unserem Xenius-Bus oben an der Decke pinnen, damit wir den Blick für das große Ganze, das Universum und den Rest nicht verlieren. Wir sagen bis zum nächsten Mal.